haben wir unser Zitronen-, Oliven-, Salbeisalz, was ich wirklich auch ein richtiger Arounder ist. Wirklich kräftig nach Salbei, Zitrone, dann so ganz kleine Olivenchips mit drin sind. Ich mach's mal auf. Herrlich. Oh, ich rieche schon das auf dem gegrillten Fisch. Herrlich. Auch hier sieht man, das war uns wichtig, es ist nicht zu grobes Salz. Ja? Das heißt, das bringt euch in die Lage, es auch wirklich vielfältig einsetzen zu können. Wo könnt ihr es einsetzen? Wie ich gerade schon sagte, auch das ist wirklich ein Arounder. Könnt ihr benutzen für geschmorte Gemüse, für Pastagerichte, für dunkles Fleisch, wenn ihr was grillen möchtet, auch wenn ihr ein Gemüse grillen möchtet, eine schöne konfierte Paprika, vielleicht auch zu Pilzgerichten in Verbindung mit einer Creme. Also ich glaube, da geht ganz, ganz, ganz viel, wofür ihr es nehmen könnt. Tastet euch ein bisschen ran, experimentiert ein bisschen. Ja, ich sage immer, ich kann schon in den Morgen reinstarten, wenn ich sage, ich habe ein schönes, gutes, kräftiges Brot, eine Mozzarella aufgeschnitten, einen frischen Basilikum drauf, ein bisschen Olivenöl, das Salz dazu, perfekt. Genauso vielleicht für einen Hummus oder für Kräutermischung, für Quarkmischung könnt ihr es gut verwenden. Ja? Wenn ihr mal eine Ölzubereitung machen wollt, um eine Mayonnaise herzustellen. Also auch hier in Kombination mit Fleisch, Gemüse, Fisch. Und ich kann ja morgens auch schon was Warmes essen. Also von dem her geht ganz, ganz viel. Ich wünsche euch viel Spaß.